Hallihallöchen, Leute. Ich begrüße euch wieder bei Brave Frontier und es geht immer noch weiter mit vielen Dingen. Gute Nachricht für Graden, er bleibt immer noch verschont, denn wir haben noch genug anderes zu tun, was Gumi uns heute wieder vorsetzt. Und heute ist es Frontier Hunter X Season 5, das gerade auf Global rausgekommen ist und wo ich euch gerne dann auch vorführen will, was das ist und wie das Ganze funktioniert. Auch für diejenigen unter euch, die Europe spielen, ist das interessant, denn da kommt bald die Season 1 Frontier Hunter. Da wird sich das wird natürlich vieles von dem, was hier geht, noch nicht gehen, weil dafür Einheiten noch fehlen, aber es ist trotzdem interessant, also passt auf. Außerdem werden wir vorher noch ein bisschen entwickeln. Und ja, ich habe das heute auch schon getestet. Funktioniert soweit. Habe aber meine Truppe noch nicht ausgebaut. Und zwar... Und ich habe hier schon aufgelistet, mit welchen Trupps wir gleich arbeiten werden. Aber erst einmal kommen wir zum Entwickeln. Ich habe Miracle Totems heute schon mal gesammelt. Und werde auch noch ein paar mehr sammeln. Ich habe hier noch Energie. Und zwar als erstes werden wir den Baum entwickeln. Die Dinge jetzt noch zusammen waren ein bisschen nervig. Aber ich habe auch durch Jewel Parades genug Zeug. Und damit können wir uns hier direkt... einen aufgelevelten Baum holen. Und der dort in der Ecke sah gerade sehr, sehr depressiv aussah. Und wir kriegen das coole Teil hier. Jetzt sieht er nicht gut aus, hat nicht mehr diese riesen Monster-Nase. Gut, seine Nase ist immer noch riesig, aber sie fällt halt nicht mehr so auf wie vorher. Wir haben jetzt als 6 Sterne Form Alpha-Tree, Altree. Leader-Skill ist ziemlich uninteressant. Brave Burst ist erstmal der gleiche. Wenn er seinen Super Brave Burst bekommt, wird es so aussehen, dass er für 3 Runden lang auch Statuseffekte verändern kann, was ziemlich geil ist. Und als zweiten haben wir hier oben Manipulus, den wir auch direkt entwickeln werden. Genug Zeug habe ich auch dafür noch. Den brauchen wir vor allem auch für Frontier Hunter. Da habe ich, weil du meinen Test ich festgestellt, dem einen Trupp fehlt es. Und die Dinger hier sehen echt am Anfang unheimlich depressiv aus. Dem fehlt es am Anfang einfach an. Da fehlt es noch ein bisschen an Brave Burst Regenerationsrate. Und bevor sich das hinstellt und irgendwie expiriert, machen wir uns hier den richtig coolen Felnius draus. Ich finde, der sieht ziemlich awesome aus. Und es geht halt vor allem um unser Leader Skill. Huge Boost in Baby Gold für Rage, sprich, jetzt füllt er halt noch mehr. Gibt noch mehr Boni und ich habe damit meinen Task complete für heute. Also wieder einen der Tasks erfüllt und kriegt dafür dann bald wieder Dinge. So, Fusion Rate. Ich habe keine Ahnung, was wir an Kleinkram für die jeweils noch da haben. Oder an Großkram. Ich habe nämlich keinen richtigen Crystal mehr für ihn. Also er wird jetzt am Anfang erstmal ziemlich schwach sein. Was natürlich ein bisschen doof ist, aber naja, muss ich halt leider durch. Ich wollte mich nicht hinstellen und da jetzt ewig warten, weil also beim Baum hätte ich darauf warten können, aber da haben wir gleich mehr Fusion-Material da. Das ist okay. Na komm, mach hinne. Und wie gesagt, Manipulus war wahrscheinlich selbst ein bisschen stärker, aber den Effekt seines Bonus ist dann einfach viel wert. Um währenddessen schon mal ein bisschen zu Frontier Hunter zu kommen. Frontier Hunter sieht so aus, dass man... Es gibt 4 Gebiete. Anfang, Mitte, Ende und Terminus. Die jeweils aus 5 Leveln bestehen. Und da drin muss man quasi in kurzer Zeit möglichst viele Punkte sammeln für Schaden gemacht, Elementarboni ausgenutzt, ganz viele Dinge. Und dafür sammelt man dann sogenannte Hunter-Punkte. Das sind ja Punkte, die, also das sind halt so ja, Punkte, die man einfach sammelt in dem Rhythmus. Und die sind an 2 Stellen wichtig. Zum einen schaltet man damit quasi pro Gebiet Sachen frei. Also wenn ich jetzt, also zum Beispiel, ich werde es euch gleich zeigen, da kriegt man dann Sphären und Burst Trucks und so Dinge dafür, dass man halt bestimmte Werte erreicht hat, was schon mal ziemlich cool ist. Und man, 2 Brave Burst Level Up, das ist geil. Und wir werden gleich auch noch eins mehr kriegen, weil ich hier noch ein Loch Ness habe, seine Vorform. Die wir da auch mit reinpacken können. Was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist das eine. Das andere ist, dass man auch Frontier-Hunter-Punkte sammelt, damit in einem Ranking sortiert wird. Und je höher das Ranking ist, das man hat hinterher, desto mehr kriegt man auch da, kriegt man Hunter-Rang dazu. Der sammelt sich über verschiedene Frontier-Hunter-Durchläufe hinweg. Und ist auch der Grund, weswegen ihr bei jedem Frontier-Hunter mitmachen solltet. Mindestens einmal kämpfen. Denn wenn ihr da pro Stufe Sachen erreicht, bekommt ihr dadurch auch... Kann man ja eigentlich noch nehmen, die haben eigentlich schön hohe Stufen. Bekommt ihr dadurch auch Sachen freigeschaltet und dabei auch zum Beispiel einzigartige Charaktere. Ich meine, hier, du hast noch eine besonders hohe Stufe, die ich nehme noch mit. Also zum Beispiel die Serena, oder das
Serena, ja, ich glaube, sei es die eine in der Arena oder auch sonst immer gerne anschreit dafür, dass man für ein Idiot man noch ist, die kriegt man auf Stufe 5. Und man kriegt alleine fürs Teilnehmen, ja, beim Frontier Hunter-Saison kriegt man schon mal einen Rang. So oder so. Und wenn man im Ranking höher steht, kann man bis zu 5 Ränge auf einmal bekommen. Wenn für die Top 30. Und das ist natürlich wichtig in dem Sinne, dass man, gucken wir uns mal einen Baum, dass man dadurch ja, auch erreichen kann, dass man dadurch einzigartige Charaktere bekommen kann, die auch teilweise echt gut sind. Also man kriegt dahinter dann auch sowas wie Lugia und Paris, die man aus der Geschichte schon kennt. Und die sind teilweise echt nicht schlecht. Ich habe ein paar davon schon im Einsatz gesehen. Die sind teilweise nicht so gut wie andere Charaktere, weil halt irgendwann auch das überholt ist, weil so Stufe 5 Frontier Hunter, das ist jetzt der 5. Durchlauf. Diejenigen, die seit Anfang an dabei waren, haben diesen Charakter halt. So. Und das ist natürlich dementsprechend. Hinterher einsteigen ist immer ein bisschen doof, weil man halt einfach aufholen muss, was schon mal nervt. Aber es ist halt, lohnt sich echt und man kann da auch echt cooles Zeug bekommen. Ich habe beim ersten Frontier Hunter so ein bisschen mitgemacht, habe aber das Konzept vom Ranking zum Beispiel noch nicht richtig verstanden gehabt. Habe deswegen kaum Sachen dafür gesammelt, habe aber halt pro Gebiet, die ich schaffen konnte, ein bisschen was gesammelt. Und auch wenn ihr kein so super starkes Squad habt, es reicht, dass ihr einmal durch das Anfangsgebiet durchkommt, egal wie viele Punkte ihr dabei macht oder nicht. Damit ihr halt generell im Ranking erscheint und schon mal eine Stufe mitnehmt. Und das solltet ihr so oder so machen, weil wenn ihr irgendwann hinter die Sachen auch für Belohnung für die hohen Stufen haben wollt, irgendwann später feststellt, so, jetzt hätte ich das ja gerne, da ist halt ein Level mehr dann schon ein Level mehr, was euch mehr Dinge bringt. Weil, oh, was entscheidet, ob ihr dann auf Stufe 17 oder 18 seid und dann die Belohnung für Stufe 18 schon bekommt, ist natürlich ein Level mehr zu haben, nicht verkehrt. Und wie gesagt, wir haben schon Brave Burst wieder hochbekommen, jetzt schon direkt bei 4. Das Ganze wird auch zu Europe kommen. Die haben ja die Einrichtung dafür schon da. Bisher heißt es ja noch, hier ist noch nichts. Aber es wird halt auch da kommen, dass wir da, das wahrscheinlich auch recht bald, dass wir da Frontier Hunter haben und dort dann werkeln können und Punkte sammeln können. Ich bin ein bisschen skeptisch, wie viel, welchen Rang ich hier schaffen werde. Als ich angefangen habe, war ich irgendwie auf Rang 10.000 was. Nach den ersten 3 Schiffen, das war okay. Und dann, jetzt habe ich vorher nochmal geguckt und bin weit, weit zurückgeschlagen und dachte mir, ja, meh. Ja, super. Nehme ich erst die hier noch mit rein. Wir nehmen die hier mal, die Brave Burst abgeben können für ihn mit. Weil sein Brave Burst ja doch durchaus mächtig ist. Und nicht so einfach zu leveln. Dann zu sagen noch gesagt, das heutige Video wird damit recht lang. Denn ich werde 3 Squads, die ich habe, ausprobieren und euch vorführen. Und da geht natürlich 3 Squads und Durchlaufzeit, das dauert alles schon ein bisschen. So, wir nehmen jetzt mal, wo ich sage, da habe ich viel Chance zu leveln. Ja, lassen wir erstmal. Wir nehmen uns das, was wir dafür vorbereitet haben, nämlich die beiden hier. Tadadadada. Das wird ihn direkt wieder auf ein starkes Level bringen. Damit er dann auch in meinen Trupps weiter einsetzbar bleibt. Wenn ich Glück habe, kriege ich auch irgendwie Great Success oder Super Success. Das wäre der absolute Burner. Oh, wir kriegen es geil. Das dürfte dann anstatt den 4.500 Erfahrungen, was das so gibt, dann halt irgendwie 7.000, 700.000, also fast geben so. 700.000 Erfahrungen ist schon echt viel. Dann ist er direkt bei Stufe 66. Sweet und Brave Burst 5. Das ist bei jemand auch gut zu nutzen, weil ich will halt auch auf sein Super Brave Burst kommen. Aber kommen wir kurz zu den Trupps, um die wir uns beschäftigen werden. Ich bin hier momentan beim Äußersten, den reinen Saren-Trupp. Das war bisher der erfolgreichste bei den bisschen, was ich probiert habe, denn Saren hat unheimlich viele Angriffe und man kriegt sehr, sehr viele Punkte für Sparken. Die Saren selbst sind zwar alle noch nicht gut und ich werde wahrscheinlich auch zumindest, also ob ich End schaffe, weiß ich noch nicht. Terminus werde ich damit garantiert nicht schaffen, das weiß ich nicht, ob mein Rainbow-Trupp das schaffen kann. Aber dadurch, die haben halt in den Anfangsebenen sehr, sehr gute Werte, weil sie halt sehr, sehr viele Spark hinbekommen. Ihr werdet ignoriert. Die Variante 2 ist hier mein Crit-Squad, wobei das re echt relativ ist. Ich verwende hier auch Felnius als Anführer. Ich hätte gerne einen Zebra. Den braucht man eigentlich dafür. Damit man da nämlich erhöhte Crit-Chancen hat. Habe ich so nicht. Ich verwende jetzt die beiden Douglas und die Saren als, ja, Crit-Hitter und den Doodle GX für seinen Effekt, der sagt, ich bekomme, genau, Boost in Critical Hit Rate. Doodle GX 2. Hab den jetzt noch nicht du zu Doodle SGX gemacht, weil ich halt auch seinen Super Brave Burst jetzt noch nicht zusammenbekommen würde und das damit dann noch nicht so wirklich nützlich wäre. Und der letzte Trupp, mit dem wir auch anfangen werden, ist natürlich das Rainbow Squad. Jetzt mit dem großen Baum. Ich habe hier ein bisschen umsortiert, damit er dort steht, damit er, wenn ich Autokampf mache und in der Arena als erster seinen Brave Burst zündet.
Und ja, mit denen werden wir das Ganze testen. Und schauen, also ich habe hier schon diesen kleinen, da, so seht ihr es hier bereitgelegt. Da werde ich euch jeweils zeigen, oder da werde ich notieren, wie viele Punkte wir jetzt gemacht haben. Und da könnt ihr hinterher quasi vergleichen, welcher Trupp wie effektiv war. Wie viele Punkte wir da jeweils geschafft haben. Und ich werde, also hier haben wir die Übersicht. Man kann hier die Rewards sehen. Das ist das, was interessant ist. Zum einen sieht man hier unten die für die einzelnen Gebiete. Das sieht ihr zum Beispiel für Entrance. Das habe ich schon. Metal Key, Zell, Mech, Jam. Das ist jetzt nicht, nee, Mech Sword müsste das, glaube ich, heißen. Ist nicht da mal noch ein Jam? Also ein Jam nehme ich gerne. Burststroke ist super. Muramasa hätte ich gerne noch und ich bin nicht weit davon entfernt gewesen. Also das sollte ich noch schaffen können. Muramasa gibt einem in den ersten zwei Runden 50% mehr Schaden, glaube ich. Und ein Limpstone soll auch gut sein. Also eigentlich will man alle davon bekommen. Dann im Middle, wo wir uns gleich dran machen, gibt es halt auch coole Sachen zu bekommen. Sacred Jewel, Refined Gem, Gems alleine, Rang Ring, Burststroke, Zell, Gem, nämlich will ich alles haben. Und es geht halt von Gebiet zu Gebiet mehr und es gibt halt auch höhere Punkte, weil man auch jeweils mehr machen kann. Ja, Terminus als der Bereich, der neu ist, der richtig schwer sein soll. Da habe ich nur übelst zugehört, aber dafür kriegt man hier Leg One Gem. Ich weiß nicht, was genau der macht, aber ich habe gehört, das soll ziemlich awesome sein. Blessed Rope, Angelic Foil sollen richtig gut sein. Solche Burst Frogs alleine schon am Anfang. Und man kriegt auch kann diese Dinge auch bei der Niederlage bekommen, wenn man trotzdem noch Punkte gemacht hat. Dann gibt es die MVP Rewards. Und die zeigt er hier auch nicht vernünftig an. Das sind ein Haufen Items, die man bekommt. Zum Beispiel für wer da jeweils die meisten Punkte gemacht hat und sowas alles. Das ist für mich jetzt eher nicht so interessant. Und es gibt die Server Rewards selbst. Das ist das, was ich das richtig in Erinnerung habe, was ich am Anfang genau gesagt hatte. Auf welchem Stufe man sein muss, und welchen Hunter Rank Plus bekommt. Und hier, man kriegt halt für über 50.000 plus 1 immer. Es gibt keinen Rausfallen. Und hier sieht man, was man da bekommen kann. Bin halt schon Rang 2. Die Flash Armor habe ich schon. Hier kriegt man Zell, Omni Gizmo, Increased Drop Rate of BC und HC. Also Birth Boss Kristalle und Herzkristalle, super geil. Ein Gem, alle Statuseffekte wegbekommen, wäre der Hammer. Hier auf 6 kriegt man genau Seria, Burst Frogs. Gibt es hier Lugia, Paris und ganz oben gibt es dann Tillith, die Götter, die einen begleitet und vorher auch so coole Sachen wie hier Boost Attack um 50% und has Chance to ignore enemies' death when attacking. Der Hammer. Modular Gem. Gibt Attack, Death, Rack und maximale HP plus 20. Also das sind richtig gute Sachen, die man dabei bekommen kann, wenn man sich da stückweise hocharbeitet. Und ja, mein Ranking, ich bin gerade auf 130. Weil habe halt noch nicht allzu viele Punkte gemacht. Habe auch jetzt erstmal immer nur das Basislevel gemacht. Man sollte natürlich immer das Höchste, was man machen kann, nehmen, wenn man da Punkte sammeln will. Deswegen probieren wir das hier jetzt mal. Das Mittel. Brauchen einen guten Begleiter. Und ich sehe schon, wir haben den hier zur Auswahl. Dann werden wir mit unserem Saren-Trupp anfangen. Das müsste ich gleich noch wechseln können. Man kriegt hier ein Item-Set mit. Auch gut ist, können wir hier noch wechseln? Nein, ich muss meinen Squad vorher wechseln. Nee, du Sau. Squad. Dann gehen wir, wenn wir einen Dual Max mitnehmen können, gehen wir auf das Saren Squad, weil von allen Freund-Charakteren, die ich zur Auswahl habe, ist der als einziger richtig gut für dieses Squad als Begleitcharakter geeignet ist. Deswegen probieren wir die als erstes. Weil, also das ist halt Felnius als Lichtvariante und hat halt den gleichen Boost-Skill, was halt der Hammer ist. Sein Super Brave Burst hat er auch noch nicht, das ist aber auch nicht so wichtig. Ja, man kann hier Item-Sets bekommen, kann sich immer eins davon aussuchen. Ich nehme normalerweise das Marauder, weil das Attack-Bonus gibt, Fujin Potions und ein Revive zweimal, damit kann man halt Leute wiederbeleben. Viele sagen, sie nehmen lieber das hier, weil sie den Revive nicht brauchen. Ich nehme es trotzdem meistens lieber, weil ich nicht so der Fan von Death Potions bin. Und wir probieren das mal. Wie gesagt, ich habe Middle diesmal noch nicht ausprobiert. Letztes Mal habe ich Middle, glaube ich, am Ende hin noch geschafft. Oh, und das ist schon mal interessant. Wenn ich hier, also man hat halt hier 5 Wellen. Und das Ganze wird unheimlich laggen auf dem Computer, leider. Und sehr schön, wir lassen hier einzelne am Leben. Das ist sehr gut, dass der überlebt hat. Dann können wir uns nämlich gleich an dem zu ganz viel Spark machen. Eigentlich sollte ich schon Fujin Potions verwenden. Aber tue das erstmal noch nicht für den Start. So hat jeder einmal angefangen. Es gibt zum Beispiel auch Punkte für keine Items einsetzen, weswegen ich das momentan nicht mache. Es gibt Punkte für, er ist schon voll, aber den nutzen wir noch nicht.
Wir machen das jetzt so, kriegen dadurch hoffentlich Spark. Genau, Spark gibt auf jeden Fall auch Punkte. Crit geben Punkte und Overkill-Schaden gibt Punkte. Wie schnell man Leute kaputt macht, gibt Punkte. Wenn man alle in einer Runde raushaut, gibt das halt auch Bonuspunkte. Also was so. Und wir haben jetzt halt, das Wichtige ist, wir haben unseren Brave Burst voll. 33.000 Punkte für einen Run ist nicht so viel. Ich kenne, also, wenn man wirklich gut in sowas ist, kriegt man pro Level 75.000. Also pro Ebene oder sowas und hinterher auch mehr. Haben, wie gesagt, Punkte für Multikills, weil auf einmal killt. Das gab gut Punkte. Non-Item-Use gibt auch gut was. Overkill, ein bisschen wenig. Three-Turn-Kills, also in der dritten Runde. Oder mindestens dritte Runde. Ich glaube, eins, One-Turn-Kill wäre auch möglich gewesen. Two-Turn-Kill scheinbar nicht. So, was kommt jetzt? Hier Gegner, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann hauen wir einfach unsere ganzen Brave Burst rein. Denn das Ziel dieses Trupps ist, dass wir, nachdem wir Brave Burst eingesetzt haben, Brave Burst direkt wieder einsetzen können. Wenn wir Glück haben, alle mit einem Zug rausnehmen. Dafür massiv Punkte bekommen. Auf jeden Fall richtig viel jetzt sparken, wie ihr dort seht. Es wird, jetzt fängt der Computer an zu laggen. Das kann ich auch auf keinen Fall verhindern. Selbst auf dem Handy laggt das irgendwann. Und auch auf den besten Tablets fängt das irgendwann zu laggen. Also Sparks sind da echt böse. Und ja, wir sind fast komplett wieder voll. Eine ist übrig geblieben, was natürlich doof ist. Aber dafür haben wir gleich eine Fujin Potion. Das ist ärgerlich, wenn die solche Dinge zumachen. Aber dafür haben wir hier das Pure Elixier. Und da wir sowieso Tränke einsetzen, können wir auch die Attack Potion einsetzen. Und hier sicher zwei die Lebenspunkte hochhalten. Und halt hier die Fujin Potion hin. Und wie man sieht, sie sind alle fast tot. Deswegen Brave Bursten wir jetzt halt wieder bis zum Umfallen. Und das Coole ist, gerade solche Level kann man mit so einem Team hinterher auch auf Auto machen. Wenn er sich hinstellt, am Anfang drei Fujin Potions bei drei einsetzt und eine Attack Potion und sich dann hinstellt und einfach auf Auto durchkämpfen lässt und setzt die immer Brave Burst ein, wenn sie halt gut genug sind, Brave Burst immer zu regenerieren. Aber man sieht jetzt hier schon, ratatatata, wenn sie selbst höhere Level haben, ist das natürlich einfacher, weil sie mehr Schaden machen und dafür auch mehr Punkte bekommen. Aber ich habe die Sirens halt noch nicht ausgebaut bekommen. Eine habe ich ausgebaut, die ist am besten gezüchtet, hier die Gun Lady, die dürfte schon die 5 Sterne. Ach, weiß ich gerade gar nicht genau. Aber ja, wir haben Brave Burst wieder voll. Haben gut Damage gemacht. Kriegen da auch noch ein paar Punkte raus. Und ja, wie ihr seht, diesmal hat es sich richtig gelohnt. 77.000 Sparks haben richtig gegeben, Multikill haben richtig gegeben und Attack-Bonus dafür, dass wir so viel ja, Schaden gemacht haben in einem Angriff. Miguel Mantle sollte man versuchen, aber wenn man nur Saren hat, kann man da halt herzlich wenig machen. Da kann ich schlecht einstellen, wer wen angreift. Ja, das ist interessant. Alice, Douglas, Emily, das ist ein bisschen wenig. Es kann sein, dass wir da nicht genug Spark-Produktion bekommen. Das Schlimmste, was einem hier passieren kann, ist, dass man Gebiete mit wenig Gegnern bekommt mit so einem Team. Denn da braucht man einfach, so dadurch, dass wir mit dem Brave Burst unseren Schaden gleichmäßig auf alle verteilen, ist nicht schlimm, wenn wir ein Team aus 6 Leuten haben. Sondern das ist eher gut, weil wir dann halt mehr Brave Burst-Kristalle wiederbekommen. Wenn wir halt wenig Gegner haben, gerade wenn nur einer kommt, werden wir wahrscheinlich unseren Brave Burst nicht wieder voll bekommen, was halt ärgerlich ist. Und dann Emilia machen wir auch nicht allzu viel Schaden. Das ist auch nicht so überraschend, weil sie ist ein Thunder-Attack-Einheit. Und wir kriegen auch ganz schön viel Schaden, klar. Die macht gut was bei uns. Das war auch mal gut, Jungs. Genug ist genug. Wie sieht es bei den anderen aus? Die haben auch nicht allzu viel. Alice werden wir wahrscheinlich als Erste rausnehmen können. So, wir können die Attack Potion einsetzen, damit wir auf jeden Fall jetzt auch genug Schaden machen. Wir können Fujins einsetzen und setzen die bei Saren ein, weil der Spark ist halt, also von denen ist für uns das Wichtigste. Weil dadurch halt ganz, ganz viele Kristalle gezündet werden. Und es kann durchaus sein, dass die Gegner uns hier gleich das Squad rausnehmen, weil wir halt einfach nicht so stark sind. Ja, die Alice ist tot, das ist schon mal was. Und wir haben dadurch auf jeden Fall gut Brave Burst wiederbekommen. Status-Effekt ist erstmal egal. Wir haben noch 6 Tränke. Wichtiger ist, dass die uns keinen in einer Runde töten. Denn die haben ja schon einige Angriffe. Und wenn sie einen rausnehmen, haben wir halt ein Problem. So, wir holen dich wieder. Wie viel habt ihr jeweils noch? Ich setze hier mal sicherheitshalber Heiltränke ein bisschen. Weiß nicht, inwieweit wir die brauchen werden, aber sicher ist sicher.
Ich merke schon, wir sitzen jetzt schon 20 Minuten dran. Wir sind erst beim ersten Squad. Wir sind noch nicht allzu weit. Ihr merkt, ihr kriegt heute ein extra langes Video. Ich hoffe, es freut euch. Und bereitet euch ein bisschen darauf vor, selbst bei Frontier Hunter mitzukämpfen. Wenn ihr schon Ahnung davon habt, dürften die Chancen natürlich dementsprechend gut sein. Und wir haben sie. Wir haben unheimlich wenig Breath Force bekommen. Das ist richtig ärgerlich. Das Level war nicht gut für uns. Es wird auch nicht allzu viele Punkte gegeben. Vielleicht reicht das noch aus. Und ja, damit kriegen wir noch zwei voll. 45.000, ja, ist nicht allzu viel. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Wir sind erst bei Level 4 und haben hier wieder so wenig Gegner auf einmal. Wir setzen auf jeden Fall von Anfang an die Attack Potion ein. Ich werde hier so oder so welche brauchen. Ein Level mit ganz vielen Metal. Oh, und da ging der Breath Boss nicht los. Teilweise hat er da so Macken, dass er, wenn man da, auch wenn man da die richtige Bewegung macht, einfach nicht losgeht. Ein Level aus nur irgendwie Nymphen oder Spirits oder sowas oder Metal Ghosts wäre jetzt geil. Das würde uns weiterhelfen. Weil Metal Ghosts auch nicht so super sind, weil die einem, glaube ich, den Attack-Bonus wegnehmen. Und ich versuche irgendwie immer zumindest zwei Sirens beim Brave Thrusten hintereinander zu zünden, weil das einfach, dadurch, dass die so ein ähnliches Angriffsschema haben, halt möglichst viele Sparks erzeugt. Wir machen leider nicht die Welt an Schaden bei denen. Aber wir kriegen halt wenigstens halbwegs unseren Brave Burst wieder voll. Und jetzt tut's weh. Diese Runde hauen sie voll rein. Komm, ist genug, ist genug, ist genug. Ja, geht doch. So, wir brauchen dich wieder. Attack ist noch ab. Leider haben wir keine weitere Heilung. Das ist ein bisschen problematisch. Es kann sein, dass uns da gleich die ein oder andere Siren stirbt. Zum Glück haben wir Full Revive. Man hat hier halt auch wirklich die richtig guten Items, also Attack Potions, die für alle wirken. Deswegen heißt Attack Elixir Full Revive, was halt einen voll wiederbelebt und nicht nur dann bei einem Lebenspunkt stehen lässt. So, da haben wir wieder was. Aber wir kriegen halt kaum Herzkristalle und dementsprechend fressen die halt richtig Schaden momentan. Normal, also im normalen Dungeon kriegt man da, wir können wieder Attack Potion einsetzen, kriegt man da eigentlich genug Herzkristalle raus, dass man sagen kann, okay, wir heilen uns dadurch wieder, aber hier kriegen wir die leider nicht. In dem Umfang, wie ich sie bräuchte. So, Alma ist schon mal tot. Ich weiß nicht, ob, aber ich denke mal Oboro auch, sonst wären wir schon rübergesprungen von der Markierung her. Vielleicht. Ja, ein Oboro lebt noch, okay. Wird jetzt auch nicht die Welt an Punkten diese Runde sein. Aber wir kriegen hier nochmal. Ich glaube, ich werde den Brave Burst jetzt nicht einsetzen, denn ich möchte den gerne fürs nächste Gebiet voll halten und wir dürften eigentlich Oboro auch so kaputt bekommen können in ein bis zwei Runden. Genau. Aber dann haben wir, wenn wir gleich in das nächste Gebiet bekommen, halt. Oh, der macht nochmal einen. Au. Mal gut weh. Dann haben wir im nächsten Gebiet direkt den vollen Brave Burst und können den am Anfang einsetzen, weil es ist halt nicht sicher, ob dieser Trupp das Gebiet überhaupt gewinnt. Ah, der konnte sich auch heilen. Also, das ist halt. So, Sarentrop ist halt krass stark, was Punkte angeht, aber man braucht ihn eigentlich voll ausgebaut, eine Chance hat, das, also hinter Chance hat, die Gebiete überhaupt zu gewinnen. Denn die werden halt immer schwerer. Das gab gut Lebenspunkte. 45.000 nochmal, das ist okay. Das könnte mehr sein. Und wir haben schon über 200.000, wir kriegen auf jeden Fall eine Belohnung. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt. Hoffentlich etwas Angenehmes. Ninja Obo. Nee, das war der falsche King. Chris, na, ich bin nicht begeistert. Aber wir hauen mal alles raus, was wir haben. Der Ease wird halt ein massives Problem, weil der macht richtig viel Schaden. Der hat einen sehr, sehr hohen Attack-Wert, macht damit viel Schaden und wir sind halt schwach gegen ihn. Wir machen hier wenigstens am Anfang Schaden. Das ist schon mal positiv, weil er wird, wie gesagt, von allen den wenigsten nehmen. Jetzt ist die Frage, wie viel teilen sie aus? Der hat keiner Brave Burst gezündet, das ist sehr entgegenkommend für mich. Und wir haben Ease geschwächt, weswegen er weniger Schaden macht. Das ist gut, wir stürzen uns mal, konzentrieren uns auf Selina, dass wir als allererstes einen Tod bekommen. Man sollte prinzipiell zusehen, dass man alle innerhalb einer Runde tötet, weil es halt mehr Punkte gibt. Dementsprechend sollte ich erst Ease und Magris schwächen und dann Selina killen, aber aufgrund der Tatsache, dass wir halt ja, es echt schwer haben werden, überhaupt zu gewinnen, machen wir erstmal die sichere Entscheidung und killen Selina. Man könnte da sicherlich noch mehr Punkte rausholen.
Beziehungsweise, wenn wir zum Beispiel im Anfangsgebiet wären, hätte ich da versucht, das zu verteilen, dass wir die maximalen Punkte machen. So, wir leben. Und wir Brave Bursten wieder zum Umfallen. Und ich denke mal, Selina bekommen wir damit diese Runde raus. Ja, sehr gut. Arbeiten dann erstmal automatisch weiter an Ease. Aha. Wahrscheinlich wird genau der Schwächeeffekt jetzt wieder aufhören, was ärgerlich ist. Aber wir haben auch wieder gut Brave Burst dazu bekommen. Okay. Und du hast den Lebenspunkt, also nehmen wir zuerst dich. Außerdem kriegen wir mit dem Lichttypen da nochmal einen Bonus gegen den. So, wir werden Ease diese Runde auf jeden Fall nicht kaputt bekommen. Keine Chance, aber wir haben halt gut zugesetzt. Hoffen, dass er nimmt sie da unten raus, das war klar. Aber wir haben, genau dafür habe ich Revives dabei, weil jetzt ist sie voll und hat auch wieder voll Brave Burst. Und da ich hier durchaus so vor so etwas Angst haben muss, ist das da eigentlich eine sehr, sehr gute Wahl. Ja, das Ende hier dauert schon recht lange. Also man sieht, wie gesagt, im Anfangsgebiet war das hier mein stärkster Trupp. Da habe ich die meisten Punkte gemacht, aber da waren halt die Gegner dementsprechend schwächer. Ich werde wahrscheinlich ab Ende so oder so nur noch mein Rainbow-Team nutzen können, weil einfach alle anderen zu als Trupp nicht stark genug sind, um da komplett durchzukommen. So, jetzt ich hätte eigentlich gerne am Abschluss hier nochmal einen Spark gehabt, weil wenn man da Overkill macht, gibt es halt auch nochmal gut Punkte, aber das haben wir leider nicht. Also nochmal alle mit Brave Burst gehabt, so. Man kann hier übrigens keinerlei Einheiten bekommen und nichts. So, wir haben nochmal 66.000 für die Runde, das ist in Ordnung. Wenn sich die davor anguckt, kann ich damit leben. Und man kriegt halt hier nochmal am Ende Punkte, diverse Punkte für Spark, für Overkill, für Multikill. Und 336 im Anfangsgebiet habe ich, glaube ich, mehr geschafft. Doppel S ist ja schon mal was. Kriegen pro Run Sell und Karma, was auf jeden Fall auch cool ist, weil es halt auch der Sell-Vorrat wieder ausbaut. Man sieht schon, ich bin Rang wieder auf 84.000 hoch. Wie gesagt, ich will unter 50.000 kommen. Und als erstes kriegen wir einen Gem, das ist super, den brauchen wir nämlich gleich auch. Wir kriegen 500.000 Sell, die brauche ich auch. Ihr kennt mich, ich gebe die immer direkt aus. Ein Burst Rock, sehr gut. Und ein Dragon Ring. Und noch ein Gem, sehr schön. Und das sind unsere Frontier Hunter Punkte. Da, und man sieht schon, ich hatte vorher, also wenn man sich das anguckt, sieht man, wie wenig ich vorher hatte, weil die Gebiete halt von Gebiet zu Gebiet massiv viel mehr geben. Wir können jetzt einmal 18.000 Roundabout, 18.500, was ich wollte mir das hier notieren. Und aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund hat sich dabei die Aufnahme gestoppt. Entschuldigung, ich werde das hier im Nachhinein zusammenarbeiten, dass es schneiden, dass es weitergeht. Ärgert mich zwar, dass ich da extra Schneidarbeit machen muss, aber was will man machen? Ja, ungefähr 18,5K. Ich habe mir die genaue Zahl jetzt nicht aufgeschrieben gehabt, weil. Burp. Aber dass man halt da grobe Vergleichswerte hat, wie viel man jeweils hinbekommt. Dragon Rifle, Dragon Rope. Finde ich ehrlich gesagt eher langweilig als Item. Kriegt HP zurück, wenn man den Gegner besiegt. Ja, was auch immer. So, dann kommen wir jetzt mal. Im nächsten Squad arbeiten wir uns von unten nach oben durch die Liste. Zu Team Crit in the Making. Und wie gesagt, bei weitem noch nicht so gut als Crit-Team, wie ich sie gerne hätte, aber sind halt schon mal ein guter Anfang. Und ich werde jetzt zwangsweise einen Gem einsetzen müssen, um hier wieder aufzufüllen. Das würde ich normalerweise euch von abraten, dafür Edelsteine einzusetzen. Das lohnt sich eigentlich nicht. Man kriegt alle 3 Stunden einen Punkt zurück. Und solange ihr nicht darauf aus seid, in die Top 30 zu kommen oder sowas, sollte man das nicht machen. Ich mache es jetzt nur, damit ich hier halt vorführen kann, dass das Ganze funktioniert, weil ich dafür nicht Ewigkeiten warten will, bis alle Punkte wieder voll sind. So, Squad ist ausgewählt. So, wen nehmen wir hier mit? Verlockend, so eine Alice zu haben, aber nein. Silber, nein. Ja, für das andere Squad gut.
Ich kann, glaube ich, sie hier mitnehmen. Boost Attack, Boost HP und Rack für Feuer, Wasser, Erde und Don. Das passt, glaube ich. Dann wird nur einer davon nicht profitieren. Damit kann ich leben. Und wir nehmen wieder das Marauder-Set. Wie gesagt, gefällt mir persönlich davon am besten. Weil man halt auch das Balance-Set nehmen kann, um halt den Death-Bonus von 50% zu bekommen. Klar, aber da bin ich immer nicht gut drin abzuschätzen, weil ich das brauche. Interessant. Dann versuchen wir vor allem Elementar-Boni zusammenzubekommen. Wobei halt, das war schon blöd. Das war schon... Wir machen das... Ach ne, ich kann jetzt keine Items mehr einsetzen. Okay, dann müssen wir das so oder so machen. Dahin kriegen wir keine. Da bekommen wir welche hin. So, du lebst noch, obwohl wir da die Boni schon genommen haben. Du bist weit unten. Hätte da ist hier einsetzen. Na, egal. Sind auch nicht unbedingt, weil die maximalen Schadenswerte gemacht haben. Aber ich verpenne mal, dass ich eigentlich in der ersten Runde mit Fujin Poison starten kann. Verpenne ich jedes Mal und werden wir jetzt tun. Und zwar für dich und für euch beide. Denn er gibt dann Dark, was halt schon mal nett ist, und vor allen Dingen erhöhten Crit-Schaden, was so mein Hauptfunktionsding ist, mit dem ich arbeiten will. Und ich merke gerade, dass sich die 18.000, die ich aufgeschrieben habe, ja doof sind. Weil ich mir eigentlich was ganz anderes aufschreiben wollte, nämlich die 366.000. Wir tauschen das mal eben aus, so. Waren 360.000 was, glaube ich. Also, damit ihr ungefähre Werte habt davon, wie voll man, auf wie viele Punkte pro man macht, weil das ist, glaube ich, noch ein bisschen aussagekräftiger und vor allem interessanter, wenn man Items bekommen will. Und wir arbeiten jetzt nicht mit dem zweiten Brave Burst, auch wenn das cool wäre, hier Overkill zu machen bis zum Umfallen, aber so habe ich im nächsten Gebiet hoffentlich Brave Burst wieder voll. Leider braucht Douglas sehr lange im Vergleich zu den anderen, um den aufzuladen. Das lohnt sich normalerweise dann erst, wenn er seinen Super Brave Burst hat. Wir kriegen da auch noch welchen dazu. 40.000 für den Anfang, nicht so Hammer. Ah, das sind 5, damit, 4, damit kann ich, glaube ich, arbeiten. Dann erstmal die alle, weil ich mir gar nicht darauf geachtet habe, ob die irgendwelche Boni geben. In ihrem Brave Burst, das kann auch sein. So, Sinon and Estia ist gar nicht so grottenschlecht als Leader-Einheit. Ich konnte halt leider keine bekommen, weil ich keine Estia hatte, um in den Dungeon-Bereich überhaupt reinzukommen. Aber es ist keine so unheimlich schlechte Wahl an Einheit. Und ja, ihr seht schon, wir sparken auch hier gut und haben halt zwischendurch Crits. Und wenn wir Crits haben, machen wir halt damit auf einmal massiv Schaden, was halt auch richtig gut Punkte gibt. An sich sollte man halt, wie gesagt, einen Zebra nehmen, damit man halt quasi mit jedem Schuss crittet. Roundabout. So, wir kriegen hier nochmal wieder gut was. Ah, nicht so viel, wie ich es gerne hätte, aber das waren 61.000. First Turn Kill 20.000, da seht ihr, was das bringt. Multi-Kills, durch das wir mehrere gekillt haben, und Attack-Bonus, das ist in Ordnung. Problem ist, wir haben halt jetzt keine Brave Burst voll und hätten dafür das Team, wo das geil gewesen wäre, Brave Burst voll zu haben. Mal sehen, wie viel Schaden wir hier jeweils machen. Wir haben halt hier den Vorteil, gerade unsere Douglas halten halt einfach wesentlich mehr aus als das Seren Squad, was wir gerade hatten. So, wir verteilen mal die Elementschaden erstmal und versuchen halt dadurch unseren Brave Burst aufzubauen. Aber da wir die noch nicht voll haben, werden wir nächste Runde auch noch nicht einsetzen. Denn die machen uns fast keinen Schaden, da können wir halt auch noch weiter Elemental Support Punkte sammeln. Und wir lassen mal einen Douglas jeweils hier angreifen, damit wir da schon mal ein bisschen Schaden machen. Ziel, die sollen auf jeden Fall überleben. Und jetzt haben wir Brave Burst. Und dann wird nämlich jetzt gleich Brave Burst rausgelassen, in Hoffnung, dass wir... Ja, ich weiß nicht, ob... Ich glaube nicht, dass wir alle in einer Runde schaffen. Was ein bisschen schade ist. Ich glaube, wir werden da die Attack Potion probieren. Weil ich dann halt einfach mal mehr Schaden mache. Hoffen, dass wir das damit schaffen. Und unsere beiden Douglases hinterher, Shining Zorg, sind beide Stufe 5, brauchen dementsprechend, ich glaube Stufe 5 ist das jeweils, also das heißt Stufe 5, 5 Sterne Form und Warset, da für die Crits dabei gewesen, das ist super. Brauchen noch ein gutes Stück bis zur 6er Form, aber das ist nicht unbedingt das Schlimmste.
Und es kann sogar sein, dass wir doch alle bekommen haben. Ja, geil, das ist ein guter Overkill. Alle bis auf ihn sind voll, das ist viel wert. Und das waren 78.000 Punkte. Sweet Son of a Gun, das war gut. Das hat sich auch vor allem gelohnt, den Trank einzusetzen, damit wir den Tech-Bonus hinbekommen. So, was haben wir hier? Oh. Machen wir eine Runde so Angriff auf den. Und wir hätten eigentlich auch jetzt am Anfang schon die Tech-Potion einsetzen können, denn die will ich so oder so nutzen. Geht es darum, dass wir Douglas Brave Burst voll bekommen? Ja, sehr gut. Dann können wir den nämlich gleich auch einsetzen. Wir haben mit diesem Trupp hier nicht das Kaliber, vor allen Dingen dadurch, dass wir keinen zweiten Brave Burst wieder haben, um Dauer Brave zu bursten. Also hier wäre Dual Max als Squad-Kollege auch gut gewesen oder auch ein zweiter Fellnius. Einfach damit man halt seinen Brave Burst-Leiste schneller voll bekommt. Aber haben wir nicht. Deswegen müssen wir halt mit dem hier leben. Und da machen wir schon gut Schaden mit dem Brave Burst. Ich weiß nicht, ob wir den kaputt bekommen. Ich glaube nicht. Nee, das nicht. Aber wir haben schon gut Schaden gemacht. Leider kein Brave Burst wieder voll bekommen. So gar nicht. Wir konzentrieren uns erst auf den hinteren, weil das der stärkere ist. Und die Zahl hier sieht jetzt erstmal noch. Ich dachte so, ich sehe auch gerade, wir haben hier 360 natürlich das Falsche aufgeschrieben. Weil das waren 363, wie er oben gerade korrigiert wird hier. Die Zahl sieht erstmal gewaltig viel weniger aus. Das ist aber nicht schlimm, weil wir kriegen hier hinterher noch einen Haufen Punkte für verschiedene Sachen hinterher. Und wow, das war wohl die beschissenste Verteilung überhaupt. 35 Pearls Punkte für das Gebiet. Und nur 3 Brave Burst voll hierfür. Ich bin nicht begeistert. Können wir noch versuchen, wir können erstmal die Attack Potion von Anfang anzünden. Und dann können wir hier noch ein bisschen Elemental Weakness versuchen mitzunehmen. Das bisschen, was wir hier können. Die haben wir halt leider nichts, wogegen sie elementar stark sind. An sich wird der, wie ihr schon merkt, ist der Kampf mit diesem Trupp wesentlich einfacher. Wir haben bisher noch nur ein Elixier verbraucht. Und nehmen wir jeweils wesentlich mehr Schaden, was halt vor allem dadurch kommt, dass unsere Douglas ist und die Saren als Heavy Hitter quasi, sie ist der schwächste Einheit mit den wenigsten Lebenspunkten und den wenigsten Death. Hatte ich die Attack Potion eingesetzt? Ja, alle anderen halten halt einfach viel mehr aus und dementsprechend ist das halt einfacher. So, und ich sehe da schon die ersten Crits aufsteigen und das ist geil, wenn wir critten, weil das gibt einfach massiv Punkte. Und halt auch massiv Schaden, wodurch die Punkte ja kommen. So funktioniert das ja im Normalfall. Haben eine wieder auf Brave Burst voll bekommen. Wenn wir das hier noch ein bisschen so gut es geht elementar nutzen, dass wir zuerst auf Vargas draufgehen und da die Sirens mitnehmen, aber mit den Douglas ist nicht, weil die machen halt einfach nicht genug Schaden. Vargas ist tot, sehr gut. Beziehungsweise sie machen halt dann nicht genug Schaden, weil sie halt einfach da elementar schwach sind. So, und wir haben unsere Brave Burster wieder. Gehen aber mal auf dich, dass der Hauptteil dann dort zuschlägt. Und den normalen. Weil die werden mit ihrem Brave Burst wahrscheinlich Atro mit abräumen. Und es ist auch nicht zu 100% zu sagen, welches Squad, je nachdem, was ihr macht, hier wie stark ist. Weil was man an Gegnern bekommt, hängt auch davon ab, was für ein Squad man selber hat. Wenn man viele hochentwickelte Formen hat, kriegt man hier mehr hochentwickelte Gegner und so etwas. Das heißt, jemand, der selbst noch schwächer ist, kriegt hier auch schwächere Gegner vorgesetzt. Also da ist das so gesehen nicht so schlimm. Wenn man noch nicht so super starke Truppen hat. Also das ist jetzt nicht, dass ihr sagen müsst, oh, ich habe ja gar nichts, ich kann es ja voll vergessen und sowas. Oder ihr sagt ja, Doc, ich habe das gleiche Team wie du, nur alle auf einer Etagenstufe unter dir. Warum funktioniert das bei mir anders? Das ist halt nicht zu 100% leicht zu sagen. Mit das Stärkste, also das Stärkste überhaupt vom Punkte machen, ist auf jeden Fall ein gut ausgebautes Squid-Trupp, gefolgt von einem Brave Burst-Trupp und der Rainbow-Trupp ist eigentlich der Schwächste.
Sollte er im Neufall sein. Mein Rainbow Trooper hat den Vorteil, dass ich da auch einen sehr, sehr hohen Brave Burst Recovery Rate habe. Wieder 60.000 dafür. Durch Lotin. Damit ist der halt durchaus tragbar. So, connectinge dich mal. Was sind dafür? Survival Bonus 300.000, weil wir halt, glaube ich, diesmal gar keinen verloren haben. Bei 30.000. Overkill Bonus und Spark Bonus leider nicht so viel wie bei den Sirens. 391.000 direkt mal reinschreiben, bevor ich es wieder vergesse. Wird uns keine neuen Punkte bringen. Leider. Also keine neuen Belohnungen. Gibt Punkte, klar. Wird auch wieder Zell und Karma geben. Und auch hier wieder Punkte. Bringt mich rangtechnisch wieder ein gutes Stück nach vorne. Aber halt leider keinen neuen Content. Und wir haben ja noch ein drittes Mal vor uns mit dem Rainbow-Trupp. Wobei der halt auch, also man muss dazu sagen, er ist nicht zu 100%, er ist halt schon ähnlich einem Burst-Trupp, weil er halt hier Boost auf Bibi, Gorg Fill Rate durch Lodin hat und auch seinen Brave Burst, der dabei nachhilft. Das macht den halt auch sehr stark dafür durch Lodin. Andere Rainbow-Trupps haben es da schwieriger, weil sie da die Kombinationsmöglichkeit nicht haben. So, was haben wir hier an Charakteren? Man könnte einen vollen Selbahn nehmen. Stufe 6, was gibt denn dir als zweiten Bonus? Und dann boost du. Death, ja, der gibt halt nur Death. Und das brauche ich ja in dem Level am wenigsten. Das wäre hinter fürs letzte Level am geilsten. Ich glaube, wir werden hier mit der Michelle gehen. Die ist noch nicht so stark, aber sie boostet den Attack-Wert. Und das können wir sogar auch nehmen. Wieder ein Marauder-Set. Gibt nur 5. Wobei, ja, ich kann nicht so noch. Wir gucken nochmal. Dann nehmen wir doch den Selban. Wir könnten auch ihn hier nehmen, aber er gibt halt nur 20% an alle. Das hilft uns nicht so wirklich. Ach, der Bonus zählt. Doch, der Bonus zählt ja klar. Hat er schon seinen Super Brave Burst? Nein, glaube nicht. Wir nehmen ihn hier, weil die 25 generell mehr wiegen über den Bonus, den Michelle geben kann, glaube ich, auf. Und er halt selbst auch wesentlich stärker ist. Und wir nicht das Risiko gehen, dass er uns da wegstirbt. So, wir haben hier wieder die Truppe. Und da dürften wir jetzt immer schön... Na, einen elementaren Bonus bekommen wir nicht. Weil uns da dann die Feuereinheit fehlt. Aber da sieht man den Vorteil, den wir haben. Wir hauen hier voll zu. Und wir nehmen hier auch die Leute in einem Angriff raus. Kriegen dann wahrscheinlich den One-Turn-Kill hin, vermute ich mal. Da fehlt uns ein starker gegen. Die Frage, wie viel Schaden macht der Baum? Ich weiß es nicht. Könnte mir vorstellen, dass er nicht genug macht. Genau, das ist ärgerlich, aber naja. Ich hätte vielleicht ihn für den Inventar-Effekt dann doch nehmen sollen, aber naja, kann man nichts machen. Dafür können wir jetzt hier schön Overkill machen und möglichst viel Brave Burst-Punkte sammeln. Und damit gleich zu arbeiten. Und wir sehen schon, wir haben gut was voll und kriegen hier nochmal mehr. Kriegen die damit voll, aber... Ah doch, das ist einsetzbar, theoretisch gesehen. Level 2. Was bekommen wir? 4 Stück. Ja, das ist, glaube ich, normal hier. Wir setzen Potions ein. Denn wir nehmen das, um ihn hier auf Super Brave Burst zu bringen. Da muss man hier so ein bisschen mehr zur Seite wegziehen, damit er das zündet. Bei dir, den zu zünden, macht eigentlich nicht so viel. Das Wichtige ist, dass eigentlich Rickle ihren Bonus hier für Brave Burst bekommen sollte. Hat sie aber wohl irgendwie nicht. Das ist ärgerlich. Eigentlich hätte ich damit einen Brave Burst von ihr. Er sollte eigentlich den direkt auffüllen. Aber naja, gut, wir haben es auch so abgeräumt. Aber ich hätte dann halt wesentlich mehr Spark machen können. Trotzdem 67.000 dafür. Und haben sie jetzt nicht voll... Oh, und wir haben das Level. So, wir gehen hier auf Full Damage. Zuerst aber können wir dich hinzufügen. Das Gute an den Sachen ist,
Er gibt halt nur Death ab und Erdelementar. Das Schöne an Erdelementar-Boni ist zum Beispiel aber auch, wir bekommen dadurch, und durch sie hier bekommen wir Donner. Das heißt, alle Einheiten haben dann gegen den Wasser und den, wo war Erde stark, gegen Donner-Typen, ja, du greifst an, halt sowieso den elementaren Bonus. Und das ist natürlich der Hammer, weil dann kriegen wir, glaube ich, viele Punkte für Elemental Bonus. Und unser Brave Burst dürfte sich halt stärker auffüllen. Wir haben die garantiert alle weggeräumt. Auch die, jetzt sagen, sag mir nicht, du willst am Leben bleiben, du kleine Scheiße. So nicht. Kriegen da wieder was, haben dann... Oh, hättest ihr das geben sollen, du Nase. Oh, 105. Das hat sich gelohnt. So, ihr zwei. Da ihr Darkness seid, werden wir hier seinen normalen Brave Burst nehmen. Dann kriegen wir nämlich sicher voll und können ihren Brave Burst einsetzen, was halt der ziemliche Hammer gegen die ist. Ich hätte halt seinen Super Brave Burst auch gerne noch gehabt, dann wäre das richtig gut gewesen. Oder auch hier irgendwie so ein Dual Max oder Felnius mit oder ein Graden. Graden wäre ja auch gut gewesen. Ja, wir haben auch schon mal gut Schaden gemacht. Sehen, wie viel wir bekommen. Nicht so viel. Da hätte man dann auf seinen Super Brave Burst warten müssen, damit sich das lohnt, aber naja, was soll's. Ich glaube, wir werden mit dem Durchlauf schon mehr Punkte bekommen als mit den anderen. Einfach weil dadurch, dass unsere Einheiten nicht halt so vom Level her wesentlich stärker gegen die Gegner sind, kriegen wir einfach schneller down und darüber mehr Punkte. Setze ich die Tränke ein? Ja, ich glaube, ich verzichte, glaube ich, aufs Tränke einsetzen, auch wenn das heißt, dass ich da die Super, die Brave Burst nicht voll bekomme. Wobei ich könnte sie, ich sollte sie eigentlich gleich noch einsetzen, weil wir doch eine Truhe haben. Ja, machen wir das gleich noch, was soll's. Anti-App-Launcher startet. Warum auch immer jetzt zwischendurch einfach anfängt, dieses Ding mal anzumachen. So, wir werden jetzt Lunaris einsetzen, denn die kriegt ihren Brave Burst sehr schnell wieder voll und mit allen anderen zuhauen. Und ich hätte die Attack Potion noch einsetzen wollen, halt für 50% mehr, damit 50% mehr Punkte. Weil ich 50% mehr Punkte, aber halt einen guten Bonuspunkte nochmal. Und verteilt euch vernünftig, ich brauche euch. Ja, die dürfte voll sein, damit 35.000 ist jetzt nicht die Welt. Warning, warning. Witchfight incoming. Oh. Hier Kladderer Dutch, jetzt überlege ich, wir werden den auf jeden Fall einsetzen. Und wir haben gegen alle elementaren möglichen Boni mit drin. Wir setzen mal den normalen Brave Burst bei den beiden ein. Allein schon, damit wir sie voll bekommen und dann halt auch den Donner-Effekt, wobei der nicht so wichtig ist. Der Erdeffekt, auch nicht, sehe ich gerade, hätte ich vielleicht mal vorher aufpassen sollen. Irgendwelche werde ich haben. Hätte man das vielleicht auch anders machen können, aber naja. Wir hauen drauf. Jetzt wäre die Michelle natürlich cool gewesen, weil Feuer für alle, dann hätten wir gegen den hier nochmal einen Bonus gehabt. Naja. Oh, die critten auch, die Schweine. Aber man merkt halt den Unterschied von wie viel Schaden mein Team nimmt, nämlich fast keinen mit selber ins Bonus. Er gibt ja 50% Attack und noch 50% Death und 10% sowieso, wenn der dabei ist. Das ist halt einfach so viel, dass wir da sehr, sehr entspannt uns mit denen anlegen können. Ich glaube, da habe ich sogar Hoffnung, dass wenn wir den als Kollegen mitbekommen können, dass wir eine Chance haben, Terminus zu schaffen. So, wahrscheinlich hat Lance noch mehr Lebenspunkte, weil Lance normalerweise der Verteidigungsstärkere ist, genau. Das heißt, wir gehen erst auf den. Wir schaffen das jetzt ja locker, dass wir aber dann da halt versuchen, nochmal Punkte mitzunehmen. Vielleicht überlebe, ganz knapp. Ja, genau das wollte ich. Nein, oh Mann, er sollte eigentlich gerade überleben, damit wir halt beide in einer Runde klatschen können. Oh, er lebt sogar mit quasi nicht mehr vorhandenen Lebenspunkten. Okay, interessant. Interessant, interessant. So, Attack Potion nochmal rein, weil wir haben sowieso schon Potions benutzt. Kriegen sie damit noch voll. Und das noch mit, auch wenn es eigentlich überflüssig ist, aber naja. Und ihr beiden da drauf, so. Und alles ist weg, sehr gut. Oh,
Und ja, jetzt haben wir die natürlich nochmal voll, wo wir sie nicht mehr brauchen. Sonst hatten wir, glaube ich, am Ende mal noch mehr Punkte bekommen. Aber wir haben jetzt alleine schon 300.000 oder 312.000. Ah, Victory Bonus, Survival Bonus, Spark Bonus haben wir fast keinen bekommen, weil der Trupp zum Sparken einfach nicht so stark ist. Overkill, Multikill haben wir einige geschafft. Weak Elemental haben wir mehr mitbekommen. Oh, ist das bitter. Ganz knapp an den 400.000 vorbei. Das ist ärgerlich, denn bei 400.000 hätten wir halt wieder einen Bonus bekommen. Und ja, ihr merkt schon, die Verteilung der Trupps ändert sich so ein bisschen hier auf der Ebene. Wie gesagt, auf der Anfangsebene war, ich zeige euch, also wie gesagt, hier war der Saren-Trupp am stärksten. Jetzt sind hier die anderen beiden Westen. Ich werde hier oben garantiert nur noch mit dem Rainbow-Trupp antreten, weil der dafür am stärksten ist. Aber ich hoffe, das hat euch einen Eindruck von Frontier Hunter gegeben. War eine lange, lange Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst mir gerne euren Eindruck zu Frontier Hunter da. Auch gerne berichtet mir von euren Erfolgen, wie es euch gefällt, wie gut es klappt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Ich weiß noch nicht ganz, was dann kommt. Ich befürchte, Graden wird noch ein bisschen warten müssen. Aber der kommt auch noch. Und bis dahin, Leute, macht's gut.